dann geht es ganz oft um Veränderungen im Leben hin zu, ja, ich sage mal, beruflicher Art zur Selbstständigkeit oder ja, besonders auch Themen wie Angst, die ja gerade doch allgegenwärtig ist, Unsicherheitsgefühle hin zu innerer Stärke, Präsenz, das ist so mein Hauptgebiet. Es ist das Hinzuziehen einer anderen Realitätsebene. Diese Anbindung an die Erde, an das Geistige, das ist ja das, was den Menschen oft verloren geht, so im Alltag, gerade jetzt in der Zeit. Und wenn das dann wieder da ist, wenn diese Verbindung wieder da ist, dann ist automatisch die Gesundheit besser, das Wohlbefinden besser, die Gedanken sind klarer. Was ist mein innerer Weg, ne? Wofür brenne ich innerlich? Und das erstmal rauszufinden, das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit. Und es gibt ja auch viele Fälle, das begegnet mir auch oft in der Praxis, wo dann eben größere Schritte gewagt werden, ne? Weil eben klar wird durch die Visionsarbeit, ich bin gar nicht der Büromensch, ich will eigentlich in die Natur, ich will mit Leuten, mit Tieren, mit sonst was arbeiten, mit Pflanzen, ne?